Hi liebe Fans, ich bin's, der Flashlackers HD, heute mit der ersten Forge-Folge hier auf dem Halo Cluster. In dieser Serie werde ich Community Maps präsentieren, also von euch, wenn ihr mich einsendet. In der Videobeschreibung ist ein Formular, da könnt ihr Maps einsenden. Aber jetzt kommen wir erstmal zu der ersten Map, aber aus unseren eigenen Reihen, nämlich von der Phantom 1400 aka Dark Shark Halo Forge. Er hat die Map Suspended gebaut, auf der Map Himmelwärts, also das ist eine der drei Schmiedeweltkarten in Halo 2 Anniversary. Also von der Master Chief Collection, nochmal anmerken. Und ihr habt vielleicht schon gesehen, es ist eine Art Uncaged Remake. Aber es ist nicht 1:1 originalgetreu. Er hat nämlich zusätzliche Jumps hinzugefügt und platzierte Schmelzentwicklung. Diese Schmelzentwicklungen sollen dazu dienen, das Campen zu verhindern. Zum Beispiel kann man dann die Schmelzentwicklung anschießen und der Camper, der daneben steht, ist dann ausgeschaltet. Alle weiteren Unterschiede sind rein optischer Natur oder fallen nicht sehr ins Gewicht. Im Splitscreen ist diese Map leider nicht zu empfehlen, da hier über 500 Bausteine verwendet wurden. Die Map ist sehr detailliert, bringt aber auch ein paar Frame-Einbrüche dann im Splitscreen ein, wie auch bei den remasterten Maps. Wer diese Map schon in Halo 4 mit mir geremaked hat, konnte ja fast alles auswendig bauen, außer zum Schluss musste er ein paar Teile hinzufügen, die zwingend nötig waren. Mit den Spielmodis wie Team Slayer, King of the Hill, Infection und Oddball ist diese Map sehr abwechslungsreich gestaltet und macht sehr Spaß auch bezüglich des Spawn-Verhaltens. Macht diese Map eine sehr gute Figur. Die Map ist für 2 bis 8 Spieler ausgelegt. Das war die erste Folge von Halo Forge hier auf dem Halo Cluster. Jetzt könnt ihr eure Map natürlich auch einsenden. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu einem Formular. Da gibt ihr ein paar Details an, wie ich die downloaden kann und. Gebt es einfach mal ein, dann könnt ihr vielleicht eure Map schon in der nächsten Folge hier präsentiert sehen. Natürlich, um das noch besser zu präsentieren, gebt mir auch Feedback. Was habe ich in dieser Folge gut gemacht? Was kann ich in der nächsten Folge besser machen? Was wünscht ihr euch noch? Jetzt habe ich alles gesagt hier nach mehreren Outtakes und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen. Tschüss!